Oh, wir haben eine echte Frau hier. Vielleicht kann sie kurz tanzen. Wer ist das? Wer ist da? Eine echte Frau. Ah, komm mal rein hier. Wer bist du denn? Hallo. Hallo. Eine Hand. Und da musst du auch deine Hand reinhalten, da vorne. Kriegst du ja alles gut. Wir tun dir nichts. Was geht denn hier ab? Wer ist das denn alles? Sophia und Sophie, okay. Geht alle raus hier! Jetzt wir spielen hier Gothic 2, ein ernstzunehmendes Let's Play! Bitte, gehen Sie! Ich möchte auch so spielen. Du möchtest auch so spielen? Was ist das für ein Dreck? Ja, Mann, nicht eins! Ja, Mann! Ja, niemand will so reden! Ja, und warum bewegt ihr eure Booties nicht so geil, Mucke? Ihr seid nicht im Bild. Das ist egal! Okay. Raus! Raus jetzt hier. So. Ihr könnt euch so einen komischen Schnapsdrink hier mitnehmen, wenn ihr wollt. Das härteste Bier der Welt, der Galaxis. Leichter Schlag auf den Kopf erhöht das Denkvermögen. Bitte gehen Sie! Ja, genau, die Sendung ist voll ernst wir zu nehmen. Mit euren und ihr solltet rausgehen, ja. Ihr komischen... Bitte gehen Sie! Nicht mittelalterlichen Menschen. Ich nehme dir die Kohlen nur ab, damit du die Pferde nicht bestechen kannst. Wieso, bitte, was? Was ist denn das? Leute! Ich... Was? Hier sind Menschen, Alter. Florian Harten, man kennt ihn nur aus Rechtsstreitsituationen, wirklich. Oh nein, nicht, hallo, hallo, nee. nein, das ist doch ein, ach so. Du Hetero! Immer so dieses, ich bin voll Homo, ey, Gag-Gemache. Wirklich, jetzt mach doch, wer, mach die nicht alle nieder! Das heißt nur, dass du eigentlich wirklich schwul bist. Findest du das schlimm? Ja, klar. Hä? Natürlich finde ich das nicht schlimm und jetzt geh okay, raus. Leute. Du zwingst mich dazu, sexistisch zu werden. Du treibst sogar andere Menschen dahin. Das hier ist Sabotage, meine Damen und Herren. Sie sehen wirklich 1:1, das werde ich melden bei Schnepper, Bauernfänger und wie heißt das andere noch in dem Wort? Schnepper, Hepper, Flecker. Flecker, Flexer. So, die Leute, hier ist richtig was Geiles passiert im Spiel. Lasst euch nicht abhalten von der Realität. Ja. Die ist eh scheiße. Wir springen wieder ins Spiel. Wir haben nämlich die zweite Höhle entdeckt und da sitzt ein geiler Dude und da hüpfen wir jetzt mal rein. Yes. Und da gibt es einen richtig coolen Jump runter in den See. Und es sieht voll cool aus und es ist gemütlich hier und oh, sind die alle wieder weg, ne? Gut, endlich. So die Weiber auf einen Haufen. Endlich sind sie alle wieder raus. Freunde, das hier ist Gothic 2, das erfolgt. Trixie hätte fast einen hysterischen Anfall bekommen. Ja, das liegt alle am Monostoff-Kohlentoxid. Oh, und was hast du zu sagen? Alles klar. Wer bist du denn? Bist du einer der Banditen? Sehe ich etwa so aus? Du trägst zwar unsere Kleidung, aber ich kenne dich nicht. Was ist los? Mein Kumpel Malcolm ist weg. Uns hat so ein Mistvieh von einem Lurker angegriffen. Da sind wir in diese Höhle geflüchtet. Leider kam der Lurker uns nach. Malcolm hat gegen ihn gekämpft und ist dann mit dem Biest zusammen in das Loch da hinten gefallen. Da unten scheint Wasser zu sein. Der Lurker und Malcolm kämpften da unten noch eine Weile. Dann war es still. Ich weiß nicht, ob er noch lebt oder schon tot ist. Und sonst? Und sonst? Wenn ich das alles vorher gewusst hätte, wäre ich niemals Pirat geworden. Wie kommt man an die Felsspalte runter? Keine Ahnung. Entweder man klettert runter oder man springt. Geil. Da freuen wir uns drauf, oder? Das wird doch jetzt mega das Spektakel, wenn ich hier runterspringe. Ey, das wird... Müssen wir hier eigentlich ausziehen, weißt du? Und so schön einölen. Oh, bitte, 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 leg deine Rüstung ab. Ja, dann liegt die aber hier oben und die Lurker fressen mich auf. Kannst du die nicht einfach... Nee, das stimmt ja gar nicht, du hast recht. Also bei Twitch durften wir die Nippel zeigen, ja? Aber jetzt ist okay. Wie sieht das aus, wenn ich das ausziehe? Das wollen wir gleich mal ausprobieren. Ach, der hat hier seine komische... Oh, seinen Laken hat er an. Ich oh, was ist das denn für eine komische Lederunterwäsche, ey? Alter, Pirat sein ist kein Ponyhof. Okay. Das wäre auch zu schön gewesen. Wir springen einfach so runter, ganz unspektakulär. Und speichern vorher nochmal lieber. Ich bin sehr gespannt, was da unten in dieser kleinen Spalte auf uns warten wird. Ich tippe auf Lurker. Ich tippe auf Fanofan. Wow! Und geprellt und dagegen gekloppt. Au! Stunt-Bonus! Yeah. Yes! That's my life! That's my life, man! Stunt-Bonus! Can you dig it? Okay, wir gucken mal kurz, was gibt's hier so oberhalb des Wassers? Gar nichts? Alles klar, wir müssen tauchen. Wieder noch geiler. Ab geht das. Ab geht die Blutzi. Ich sehe leider gar nichts. Ja, natürlich.
Vielleicht hätten wir so einen Trank der Wasserlilie oder sowas trinken sollen, ne? Wow, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Was für geile Drehung, Alter. Ist das hier richtig? Aber ist es nicht geil, dass wir in Gothic einen Stunt-Bonus bekommen? Ich finde, das ist einfach... Alter, ich sterbe hier gerade, warte mal. Stirbst du? Ja, gleich. Wenn diese gelbe Leiste da oben hin, da zum Loch. An die Oberfläche, schaffst du ja wohl. Es wird knapp, aber du schaffst es. Nach oben, nach oben, nach oben! Nach oben, nach oben. Nach oben musst du... Oh. Das war knapp. Alles klar, also die beiden Lurker, die haben wir irgendwann vor Folge 500 Folgen von hier aus gesehen. Waren wir schon auf der anderen Seite des Tempels, der Höhle, und jetzt können wir sie endlich töten. Darauf habe ich mich lange gefreut. Endlich wieder Blut vergießen. Ey, bitte, das wird doch Zeit. Das haben die Leute auch, also das, ne, das muss. Das muss sein. Mhm. Alles klar. Das erwartet hier jedes Oh, die fressen an dem armen Malcolm rum. Sieht ihr das? Das ist natürlich gemein, ey. Nee, Bill. Malcolm, ach nee, ist das Malcolm? Ich meine, es ist Malcolm. Malcolms Ring haben wir oben gefunden, ja, kann sein. Not bad! Schöner Critical Hit! Nicht schlecht, Micha. Da liegen sie da nieder. Das ging noch leicht. Das war eine Quest für uns, würde ich mal behaupten. Nicht sehr gut. Gold. Ja, Malcolm ist Frank. Es. Stimmt, Malcolms Ring haben wir gefunden, da ist er. Nichts zu holen. Aber es ist auch echt, auch diese Viecher, wie lange die an diesem Malcolm schon rumknabbern und den ein bisschen abschlickern und da passiert nichts, ne? Ja, Max Seders ruft an, du. Max Seders ruft an. Hallo Max, was geht ab? Ja! Max, du! Max hat heute Geburtstag, du! Hast du abgetreten? Weggetreten, nichts zu blöd. Wen hast du weggetreten? Den Kranz? Ich hab den abgetreten. Ja? Und jetzt bist du gut drauf? Jetzt bin ich packe voll, aber weißt du was? Nichts zu holen. Was denn? Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Ja, das ist doch Hammer! Max, ich muss kurz auflegen! Okay, Alter, machen wir so. Tschüss! Ja, ich muss doch hier noch ein bisschen weiterspielen mit dem Reinke, ein bisschen Gothic müssen wir, spielen wir doch gerade. Ja, sicher! Alter, tschüss! Das war der Max. Was hat er erzählt? Der wirkte sehr begeistert. Ja, der hat gerade einen Kranz abtreten müssen, weil Max ist ja hat ja zarte Altersjahre auf dem Buckel. Wie alt ist er geworden? Ja, ich dachte, wenn man einen Kranz abtreten muss, dann muss er 15 geworden sein. Nee, ernsthaft, wie alt ist er geworden? Ja, 25, ne? 25, oh, das war ein schönes Alter, ey. Soweit ich mich erinnern kann. So, ich habe gleich die Hülle hier abgegrast. Und dann sagen wir gleich dem... Ah, wir haben Morgens Ring gefunden, nicht Malcolm. Ist alles klar. Dankeschön. Naja, knapp daneben. Stimmt. Und jetzt können wir hier wieder raustauchen. Und dann sind wir wieder in dem geilen Talkessel. Ja, wo ist mein Crowgazer, wird geschrieben. Ich habe hier ein Konzentrat aus dem Hause Trixie. Und es schmeckt mir, muss ich sagen. Für alle Crowgazer-Interessierten... Tatsächlich habe ich es jetzt oft schon im Chat gelesen, wo gefragt wird, ey, morgen essen wir da was gemeinsam? Ja, wir machen morgen Social Eating gemeinsam, Freunde. Chat, du und ich. Um 17 Uhr, das wird geil. Schaltest du auch rein, Micha? Was frisst du nochmal? Kann ich nicht sagen, ne? Nee, das ist mein Ding morgen. So, ne? Ja, ich habe auf jeden Fall auch schon mehrere Social Eating Folgen im Kopf, die ich allerdings nicht selbst machen will, weil es so widerlich ist. Ja? Aber wir haben hier richtig viele geile, also Scheiblettenkäse wird dagegen ein absoluter kulinarischer Traum sein. Tatsächlich, ja? Ja, absolut. Aber warum nimmt man nicht was richtig Geiles, wo man Bock hat und denkt sich so, wow. Ich weiß nicht, hat das Format einen anderen Zweck, als Leute beim Essen leiden zu sehen? Ich dachte, das ist das Prinzip dahinter. Ich habe nur die letzte Folge gesehen. Nee, das ist nicht... Nee. Das soll schon auch Fun sein, glaube ich. Okay. Haben wir eigentlich gerade irgendwas gefunden, was wir uns wieder angucken müssen oder so? Ich glaube nicht, ne? War nur so eine Steintafel mit Zweihändergedöns, die wir eh nicht lesen können. Ich glaube, alles andere ist irrelevant. Wir können mal kurz bei den Waffen irgendwie checken, ob wir... was völlig übersehen haben. Ne. Alles geil. Okay. Minduri Vega hat keine Zeit morgen. Das finde ich sehr schade. Aber du kannst 2 Stunden zurückspulen. Gut. Sehr gut. So, wo gehen wir hin, Micha? Zurück zum Banditur. Wir holen uns jetzt die Props ab für die ganzen Quests, die wir gerade gemacht haben. Und dann hoffe ich sehr, dass wir viele Erfahrungspunkte bekommen, weil ich sehr gerne heute noch über das Level 60 kommen würde. Ja, das wird knapp, weil dann müssen wir ja noch 2 Level aufsteigen. Noch 2 Level, du hast recht, wegen 10 Punkten. Das werden wir nicht schaffen. Also ich hoffe eher, dass wir hier noch ein paar Quests erledigen können, ein paar Monster hauen und dass wir uns quasi der... Oh, ich speichere mal lieber, wenn es hier so am Abruckeln ist. Dass wir uns hier
ja, der Lösung des großen Problems auch nähern. Ja, natürlich. Ne? Weil wir wollen, ne, die Welt ist am Ende, am Abgrund. Ja, man merkt das auch. Und wir scherzen hier rum. Ne? Ja, wir scherzen rum, aber es ist auch so, dass wir gerade längere Laufwege haben. Und wir sind doch gerade, ich finde das gerade sehr angenehm, dieses Let's Play an dieser Stelle. Weil wir haben dieses eine verrückte Banditenlager, die einfach die ganze Zeit nur sägen, abhängen und sagen, das ist doch nicht mein Problem. Und wir in dieser großen Welt mit den schönen Feuerwaranen, die mich noch sehr nerven, und den Toten morgens, die irgendwo rumliegen. Ja, ist ein bisschen ärgerlich, ne? Wir müssen auf jeden Fall, bevor wir wieder abhauen, darf hier nichts mehr leben. Kein Leben darf mehr existieren. Nein, in dieser Welt. Natürlich, ne? Das muss alles abgegrast sein. Absolut. Und dafür müssen wir in dieser Welt noch so weit steigern können, dass wir auch die Feuerwarane wegkloppen können. Wer ruft denn da? Ja, wer ruft denn da? Das hier geht ab? Ey, das ist Felix, oder? Doch. Da ist doch Felix am Fenster, das ist Leute. Der geile Felix, Felix am Fenster, das ist der Window Talk hier. Hammer guter Typ, ey. Der hat gerade allein im Pult. Und hier sehen Sie wieder unpeinlich was an die neu dazugekommenen Leute. Das ist der absolut bekannte Jizz-Regen aus Gothic 2. Hier sehen Sie wieder. Jizz schlägt zu, Hashtag Boysahne. Hier, das ist das Motto. Da ist die Cap. Falsch geschrieben, aber mit I ist es gut. Hier kann man sehen. This is all you need. Okay, ciao. Ciao. Danke, dass du vorbeigeschaut hast. Geiler Typ. Ich wurde übrigens ermahnt aus vom Chat gerade. Warum? Tatsächlich sollst du bitte nochmal speichern, nicht auf dem Speicherplatz 1. Ja, auf einem anderen, ne? Sondern auf einem anderen. Die haben Leute, sie absolut recht. Die Leute sind sehr enttäuscht. Sie wissen nämlich, dass du es besser kannst. Ja, das krieg ich besser hin. Ich hol gleich aus, du! So, was machen wir jetzt hier? Skip Bescheid sagen, wa? Skip. Wo war nochmal Skip? Da ist Skip. So, wegen Angus und Hank. Wegen Angus und Hank. Was? Ich habe sie gefunden. Sie sind tot. Mausetot. Meinst du, mir geht es besser? Die armen Teufel. Tja, hatte ich auch nicht anders erwartet. Du solltest die Sache Bill erzählen, ich falls du es nicht schon getan hast. Aber bring's ihm schonend bei. Ja, er ist noch jung. Okay, wegen des Grogs? Wegen des Grogs. Dir fehlen 20 Flaschen, sagst du? Ja, verdammt. Okay, da gibt's nichts Neues. Das war doch schon vorher klar. Dann suchen wir kurz mal Bill, was? Wo steckt denn der? Weißt du das zufällig? Aber die Quest kam von morgen, richtig? Ich glaube, das ist der Sägehain hier vorne. Nee, das ist morgen. Morgen, sprich mal kurz mit ihm, bitte. Nee, hier ist Bill. Hey. Oh. Alter, voll gejizzt. Seht ihr das, meine Damen und Herren? Was da gewesen ist in der Nacht? Nur gesägt und gejizzt. Ich habe deine Freunde gefunden. Und? Wo sind sie? Sie sind tot. Das waren diese verfluchten Banditen. Du solltest es ihm vorsichtig beibringen. Ja, bitte. Tot, hören Sie. Der Teufel soll sie holen. Ich wüsste zu gerne den Namen des Kerls, der das getan hat. Was machst du jetzt? Ich mache erstmal Pause. Francis, von mir aus kann er die Bretter sägen, bis er schwarz. Hatten wir schon mal, alles klar. Und jetzt nochmal zu morgen. Einmal High Five bitte, das war wunderschön. Geil, wir haben schon ganz so viel. Was ist das? Alter, was? Nochmal! Ey, komm! Ah! Gott! Ey, wir haben schon mega viele Quests gelöst heute. Mit morgen heute, sprechen, morgen am Feuer. Bitte mit morgen sprechen. Wegen Angus und Hank. Hör bloß auf mit der Sache. Die beiden haben sich wahrscheinlich vom Banditen umbringen lassen. Und Angus hatte meinen Ring dabei. Na gut, eigentlich war es sein Ring. Er hat ihn beim Würfeln gewonnen. Oh, Glücksspiel. Aber ich hätte ihn mir wieder zurückgeholt. Und jetzt ist er weg. Ich habe sie gefunden. Jetzt lass dir doch nicht jedes Wort aus der Nase ziehen. Wo sind sie? Sie sind tot. Der Ring. Was ist mit dem Ring? Egal, ne? Alter, was ist das für ein mieses Schwein, ey. Den geben wir nicht. Nein, nein. So ein Wichser. Den geht's um den Ring. Ah, scheiße. Wollen wir ein Voting machen? Ey, bitte. Timo, ich hoffe, du hast Bock auf ein schönes Voting mit uns und dem coolen Chat. Und zwar geht's jetzt darum, geben wir den Ring zurück oder behalten wir den? Denk dran, das scheint ein kleines Arschloch zu sein. Auf jeden Fall. Zurück oder behalten? Also der Ring hat Einhandwaffenbonus, brauchen wir also nicht. Wir wollen ihn eigentlich nicht behalten. Aber wir wollen natürlich auch ihm keine Freude bereiten. Nein, natürlich. Insofern, Voting, behalten oder zurück. Timo, geht das? Gib uns ein Zeichen mit deiner lieblichen Stimme oder dein Bild. Zeig uns mal dein Bild. Mach uns einen Daumen hoch oder runter. Ja, es geht oder so. Alright. Es geht, alles klar. Okay, wir sind am Strand. Oh, na, Entschuldigung, nochmal. Klatsche, klatschen. Klatscht alle, klatscht in den Chat und macht das Voting, aber klatscht. Jetzt musst du dazu was sagen.
Kannst du ein bisschen rappen dazu? Ich bin so ein schlechter Rapper, das will keiner hören. Das ist echt, da friert dir das Blut in den Adern, ey. Da musst du was anderes spielen. Ja? Gibt's noch einen anderen bekannten Song mit Südsee-Flair? Ich glaub nicht, ne? Was ist das nochmal? Ich weiß nicht, was das ist. Oh, ich höre das Pad gar nicht mehr. Hä? Behalten, wegwerfen. Top. Aber wegwerfen werden wir den nicht. Wir werden den schon, also... Behalten oder geben. Geben. Ach so. Ja. Alter, ich sehe aus wie so ein mieser AC/DC-Cover-Fuzzi oder so mit der Mütze. Das sieht total merkwürdig aus. Ich find's total Hammer. Alles klar. Shield to thrill. Shield to thrill. Ach ja, das dauert jetzt. Also die ersten 10, die voten, haben im Grunde auch schon entschieden, ne? Das geht jetzt ziemlich einfach und simpel. Ist egal. Ja, genau. Mach mal ein bisschen Mucke an. Also. Ja, geil. Warten auf das Voting! Was geht ab bei Gothic 2? Mega Beat! Okay, geben. Alles klar. Brech die Musik ab, ich gebe ihm. Zack. Hier ist er. Ja, das ist er. Guter Mann. Hier, nimm diese Steintafel. Sie sieht zwar aus wie alter Ramsch, aber Garrett wird eine Menge Gold dafür springen lassen. Alles klar. Okay. Gibt's sonst noch was für mich zu tun? Da fragst du am besten den Captain. Jo, das war's. Aber wir haben ja noch eine Quest gelöst. Ne? Wir müssen zu dem Typen, der oben oberhalb des Lochs saß. Yes. Und dem sagen, dass sein Dude irgendwie gestorben ist, beziehungsweise dass wir ihn gefunden haben. Aber wir können gleich mal gucken, ob wir. Ich finde das gut, dass wir viele Dinge diplomatisch lösen. Ich hätte den Ring wahrscheinlich behalten. Ja, das hat uns was gebracht, ne? Ist einfach. Ja. So, Malcolm ist die Quest, die wir jetzt gleich noch lösen werden. Spionier bei den Beniten? Nein. Garrett's Kompass war auf der südlichen Seite des Strandes. Das können wir nicht machen. Skip ist auf dem Trockenen. Das sind die Flaschen hier mit... Hey, warte mal. Ja. Die Banditen verloren. Konnten wir nicht hin, weil da die ganzen Feuerboys waren. Nee, das ist Herr Enges und Jagd. Da waren wir doch gerade. Und da war kein Grog. Was hat das damit zu tun? Das vermischt sich hier merkwürdig, oder? Die suchen nach von morgen und Bill blieb erfolglos. Also angeblich ist der Grog da, wo auch Angus und Young Hank sind, obwohl wir da gerade in der Höhle waren. Angus und Young. Angus und Young. Und Bon Scott. Ja. Scott's Bon wird da auch liegen. Okay, scheißen wir drauf. Wir haben keinen gefunden. Na gut, mit Skip haben wir jetzt ja gesprochen, oder? Wir müssen ihm alles bringen. Okay. Raven, die Teleportsteine, Raven Sklaven, Beweise, Blutkelche, Händlerüberfall, Schwarze. Das war's tatsächlich bei den Piraten, wie es scheint. Yo. Wenn wir das jetzt noch machen, können wir bei den Piraten nichts mehr machen. Und dann geht's auf zum Banditen, ja. Ich brach mir einen. Das ist ziemlich episch. Ey, Leute, merkt ihr das? Okay, Angus und Hank wurden von den Banditen bestohlen, ja. Die Banditen haben den Grog einfach mitgenommen. Ihr findet den Bastard woanders. Das habe ich mir gedacht. Alles klar. Okay, dann berichten wir jetzt hier dem Dude von Malcolm. Ja. Dass ein Dude im Arsch ist? Ich würde sehr gerne, aber... Welcher Dude ist im Arsch? Frag mal Trixie. Trixie gefällt mir wirklich viel besser, wenn sie nicht spricht. Ja, ne? Wirklich. Das war gestern auch. Diese fiepsige Stimme und diese Fröhlichkeit auch. Ach, was sie gestern noch alles erlebt hat. Vorlaut war sie auch. Die wollte ganz viel erzählen. Die wollte auch den Colin immer hier reinholen. Aber die hat doch nichts verloren. Ja, ganz schlimm. Mann. Wie demokratisch. Diplomatisch, habe ich gesagt. So, jetzt hüpfen wir hier mal den Stein hoch. Demokratisch ist hier nichts. Keine Politik-Sendung hier. Wupp. Was ist hier los? Ach, das war doch schon wieder schlecht. Ja, die Steuerung hat ihre Tücken. Nichtsdestotrotz ist das natürlich super genial. Oh, ein Lob für Timo an dieser Stelle. Timo hat die beste Frisur der Welt. Die beste Frisur? Mhm. Okay, soll er nochmal zeigen. Ich hab's gar nicht Timo, kannst du mal deine Haare zeigen? Geht das? Oh, ich sehe nichts. Aber schön, schöner Flausch. Sie sind einfach nur kurz. Aber auch guter Haaransatz. Nein, ist guter Haaransatz. Ja, der Haaransatz ist beneidenswert. Ne? Das ist echt schlimm. Schön, der hat ja MC Hammer-Style ist das. Ja, das ist total so richtig dicht bewachsen, wie so ein Schafsfell. Wirklich. So, Owen. Hey, du.
Dein Kumpel Malcolm ist tot. Dein Kumpel Malcolm ist tot. 300. Das habe ich mir schon gedacht. Armes Schwein. Ich hätte ihm doch helfen sollen. Du bist echt mutig, weißt du das? Ich hätte das mit der Feldspalte nicht fertiggebracht. Und sonst? Wenn ich das alles... Okay, weiß Bescheid. Pass auf. Yo. Die Sache mit dem Grog ist easy. Wir haben ein bisschen Grog gefunden, ja? In der Höhle. Ja. Den Rest müssen wir selbst besorgen. Wir laufen nicht weit weg. Wir kriegen jetzt... Wir müssen noch selber Grog kaufen. Okay. Und dann können wir die Quest damit beenden. Das würde ich sehr gerne noch tun. Ah, krass. Okay. Wie viel Zeit haben wir überhaupt noch? Weiß gar nicht mehr genau. Och, wir haben noch ein bisschen. Alles klar. Dann gehen wir jetzt zum Händler einfach und kaufen den Shit, oder was? Wirklich. Aber Timo hatte wirklich schöne Haare, ne? Der hat wunderbare Haare. Wirklich. Nee, wir gehen zum Händler, holen ein bisschen Grog. Und wie viel haben wir gerade im Inventar? Kannst du einmal schauen? Im Inventar haben wir auf jeden Fall noch nicht genug, sonst hätten wir die Quest ja schon beenden können. 15? Aber es kann sein, dass wir tatsächlich, ja, 15 Stück haben, weiß darum. Ja. Ja, dann komm, 5 Stück kaufen wir noch. 5 holen wir rein. So, dann laufen wir direkt zu diesem verrückten Getränkebrauer in der Schimmelhöhle. Die alte Schimmelhöhle. Am Strand von Malibu. Am Strand von Malibu. Da hab ich dich getroffen in deiner Höhle. Das muss ich reimen, ne? Ist ja schon klar. Kam ich zur Ruhe. Nice. Sehr gut. Merkwürdiger Trocheus, aber ansonsten ganz gut. Ja, schön. Kein Jambus, ne? Hast du doch die beiden Wörter gemerkt? Ja, natürlich. Alles andere ist weg. Alles andere ist weg. Okay, wir rennen direkt zum Schnapsverkäufer hier am Strand. Da weiß ich sogar ausnahmsweise mal, wo er sitzt. Das ist nämlich der alte Zauselbert, der in der Höhle wohnt. Der alte Zauselbert, der in der Höhle wohnt. Der wollte einfach nur, dass... Dass... Sich... Warte mal, ich kann hier noch rumklauen. Das ist ja geil. Echt? Wir verquatschen das einfach, dass uns kein Reim einfällt. Warte mal. Rum, zack. Er wird auch nicht böse, oder was? Geil, hey, du. Gib Hast mir du einen rum. Grog abholen? Das sowieso? Ich will meine Ration Grog abholen. Das ist klar. Grog kannst du haben, so... Gib mir rum. 30 Gold ist natürlich heftig. Dann müssen wir jetzt quasi, warte mal, 150 Goldstücke investieren. Machen wir, ne? Ja, wir wollen die Quest jetzt hier schön. Ja, komm. Gib mir rum. Denn er will, dass es Gib sich mir rum. Lohnt. Der Rum könnte... Gib mir rum. Hier hast du. Hier hast du, du. Gib mir rum. Einen Zangenkopf, du. Hier hast du. Einen oh, Ganon. Gib mir rum. Hier hast du. Oh, warte, ich Gib mach mir rum, mach ein Beat. Okay. Hier hast du. Okay, warte. Gib mir rum. Kann ich mehr Sound hier unten kriegen, geht das? Pass auf so. Gib mir rum. Gib mir rum. Hier hast du. Gib mir rum. Hier hast du. Okay, ist okay. Da wird der Song, das wird kein Hit. Das wird kein Hit. Nochmal. Ich will auch nicht noch mehr rumkaufen. Nur einmal für den noch. Scheiß Song. Scheiße, einmal nur noch. Nur für den bekackten Song kann ich nicht jetzt so mein ganzes Gold verbraten. Gib mir rum. Hier hast du. Ach, du hast es einfach drauf. So, jetzt haben wir auf jeden Fall genug rumgekauft, würde ich behaupten. Haben selber noch eine Buddel über. Das ist doch geil. Grog nicht rum! Ihr sollt Grog kaufen! Im Ernst? Ja! Ey, ihr braucht Grog, nein. Ihr Autos! Nicht! Na. Wann habe ich gespeichert? Wann habe ich gespeichert? Oh no! Egal, für den Song war es cool. Das war der Rum-Song. Dumm. Ah, wie flur ist Wir es? Sind super dumm. Wie flur Wir ist es? Dumm. Wie flur ist es? Wie flur ist es? Halb 12. Oh, 13:20 Uhr, das ist lange her. Nein, ne? Wir kaufen jetzt. Nein, du das lässt du jetzt. Ja, das lassen wir jetzt. Wir kaufen ne? einfach drauf. Ey, Rum kann man auch gebrauchen. Ja, natürlich. Schnell kaufen. Das machen wir noch alles vor der Werbepause. Tut mir leid, das schaffen wir jetzt noch. Okay. Wir kaufen jetzt noch den Scheiß. Noch den Grog. Machen Alter, wir jetzt noch. Das ist dämlich, ey. Und du spielst noch einen Song dazu. Was bist du denn für ein Idiot? Grog abholen. Ich will meine Ration Grog abholen. Grog kannst du haben, so viel du willst. Yes! Ich will meine Ration Grog abholen. Grog kannst du haben, so viel du willst. Achso, warte mal, ich muss gucken, wie viel wir noch brauchen. Du brauchst noch 3. Weißt du das? 2. 2 noch! Okay. Ich will meine Ration. Grog. Ich will meine.
Das war's. Wow. Wir haben genug Grog in der Tasche. Leute, was gleich ist denn... Gleich wird die Mega-Quest aufgelöst und dann wird's richtig geil. Was ist das für eins Let's Play? Dann gibt's eine Explosion, eine Bier-Explosion.